So, hier nochmal was. Hier nochmal einen Schwinger. Und hoch. So, für den Fall, dass man da runterfällt, hätten wir auch da runterrutschen können. Mal was gucken, vielleicht kann ich die. Okay. Sieht aber gut leer aus. Na gut. Interessant, dass sie so. Okay. Wow, wir haben es geschafft. Du lässt dir einfach immer was einfallen. Echt klasse, Eve. Ja, Mädel, jetzt komm mal wieder runter. Sehr schön. Sammeln wir uns einen Moment. So. Ich muss mich zwar nicht zwingend ausruhen, aber von mir aus. Habe ich irgendwelche Fähigkeiten ein? Damit kann ich nichts machen. Warte mal, ich bin am Überlegen, was ich machen soll. Beete oder Schub? Ich habe so das Gefühl, Schub sollte ich auch nicht vernachlässigen. Fuck. Fuck my life. Ah, oh, das ist doch schon. Kenne ich doch. Ganz nett, das ist schon was zu tun. Nein, genau wie der, gegen den ich haben will. Es hat sich wohl von der Hyperzelle ernährt. Und auf ihn! Keine Sorge, ich kenne mich aus. Du hast es geschafft! Nicht das so schwer wie erwartet. Das war ein riesen Arschloch. Sehr gut. Sehen wir uns die Hyperzelle an. Ja, lass mich erstmal looten, okay?
Er wird glut. Ich habe ein ganz komisches Gefühl, Freunde. Die Hyperzelle ist intakt. Da war auch ein Vermächtnis. Als hätte man es für uns absichtlich hier platziert. Es wird immer seltsamer. Bin gespannt. Spielen wir es ab. Guck mal, hier ist mein nacktes Knie, ist das nicht geil? Tag 78 mit dem zweiten Absprung, 8. Aufzeichnung. Oh, richtig schön behaart. Vermächtnisbericht Raven. Ich fand wichtige Aufzeichnungen zur Geschichte der Menschheit. Ein Krieg, der von Mothers 4 entfacht wurde, besiegelte bekanntermaßen das Schicksal der Menschheit. So wurde die Erde zur Heimat der Androades. Die Androades ernannten sich zur neuen menschlichen Spezies. Diese neuen Menschen machten unter der Führung der Mothersphere enorme Fortschritte, die die gesamte Menschheit voranbrachten. Und die überlebenden Menschen, die echten Menschen, retteten sich in eine unterirdische Einrichtung. Angeführt von Raphael Marx warteten hier einige in dieser Einrichtung auf eine Gelegenheit zum Gegenschlag. Dort entwickelten sich die Menschen weiter, um genug Kraft zu haben, sich den Androiden entgegenzustellen. Das Ergebnis von Gentechnik und einer schnellen Evolution. Wesen, die alles verloren haben, abgesehen von ihrer Stärke und ihren Überlebensinstinkten. Sie wurden letztendlich zu Monstern. Die Monster, die wir bekämpfen, sind die Natives. Nativas. Das waren Menschen. Die wir bisher getötet haben. Das waren alles Menschen? Ich kann es nicht glauben. Aber diese Produktionsstätte wurde eindeutig für Nativas errichtet. Wenn die Natives Menschen waren und wir die gegen die Menschen kämpfen, dann sind wir... Androades? Sind wir Androades? Diese Kreaturen wurden erschaffen von keiner anderen als Mothersphere. Nein, wir sind Menschen. Mit vollkommenen Körpern im Einklang mit Maschine und organischem Gewebe. Die Nativas aber sind unvollständig, denn sie bestehen nur aus organischem Gewebe. Sie können sich nicht an verschiedene Umgebungen anpassen. Sie können nicht mal im Weltall überleben. Aber was, wenn wir dazu erschaffen wurden, solche Fehler zu beseitigen? Aber... warum hat Mothersphere uns das vorenthalten? Ich muss nachdenken. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier allein zu einem Ergebnis kommen. Ich halte es für das Beste, wenn wir das alles mit Orkel besprechen. Bei dem, was ich alles gelesen habe, glaube ich nicht, dass es eine gute Idee ist, mit Orkel zu sprechen. Aber so langsam wird es interessant. Jetzt hat die Geschichte mich ein bisschen... Ich finde es interessant. Ich meine, es ist jetzt kein einfacher... Es ist kein schwerer Plot. Wie eigentlich für die Bösen kämpfen.
Du bist hier. Exzellente Arbeit. Hey, Eve. Ich mach das schon mit der Hyperzelle. Orkel. Ich spüre, du würdest mich gern etwas fragen. Vermutlich warst du in der Bibliothek in Levoir. Wir möchten die Wahrheit erfahren. Ja, das ist eine lange Geschichte. Wir sind sicherlich menschlich. Doch das war vor nicht allzu langer Zeit noch nicht der Fall. Es ist wahr, dass jene, die vor uns hier waren, verantwortlich für die Erschaffung von Mother Sphere sind. Die, die wir heute als die letzten Menschen bezeichnen. Sie erschufen uns, die Androides, mit Hilfe von Mother Sphere. Und für eine Zeit lang lebten wir in einer Art Symbiose zusammen. Dann sind wir Androiden. Wir wurden erschaffen. Also kannst du auch nicht schwanger werden. Nur, wieso? Wieso hat Mother Sphere... Niemand kennt den Grund. Doch irgendwann traf Mother Sphere eine Entscheidung. Das Überleben der Menschheit hing von einer Neuorganisation der Spezies ab. Und dieser Konflikt führte zum Krieg. Letztlich zur Auslöschung der überlebenden Menschen. Unmöglich. Die wenigen der Zerstörung entkamen, zerstreuten sich. Doch einigen gelang es, in den Ruinen Unterschlupf zu finden. In Levoir. Ursprünglich gedacht als eine Einrichtung, in der die Menschheit genetisch weiterentwickelt werden sollte. Die Lebensspanne der überlebenden Menschen war nur sehr kurz. Diese Einrichtung war die Geburtsstätte dessen, was wir heute als Nativas bezeichnen. Die Aufzeichnungen im Vermächtnis sind allesamt wahr. Wir führen schon die ganze Zeit einen Krieg gegen unsere Vorfahren. Nun, mein persönlicher Link hat sich auf einen ziemlich großen Bereich ausgedehnt. Der nächste Alpha Nativa ist nicht auf der Erde zu finden. Also, was habt ihr jetzt vor? Aber das ändert nichts daran, dass Nativas unsere Feinde sind. Na schön. Wir haben viel erreicht. Wir geben nicht auf und öffnen das Nest mit dem Omega-Kern. Gib mir den Standort des Alpha Nativas. Wie du wünschst. Wenn ihr wiederkehrt, erzähle ich euch den Rest der Geschichte. Nicht auf der Erde. Aber vermutlich wäre es besser, das direkt aus dem Mund des Ältesten zu hören. Flieger. Oha. Sieht auch nicht schlecht aus. Also, heißt das, du verlässt uns? Mhm. Ich werde nach weiteren Informationen suchen. Verstehe. Das nächste Ziel ist der Orbitlift. Am Ende des Orbitlifts muss sich der Alpha Nativa aufhalten. Wie am Ende des Orbitlifts? Du meinst im Weltraum? Ja, das meine ich. Okay, jetzt ist cool. Orbitlift Nummer 4 hat bis vor kurzem noch gut funktioniert. Aber dahin zu kommen wird nicht leicht. Dort wimmelt es schon lange nur so von Nativas. Ich denke mir mit Hilfe der Kartendaten einen Infiltrationsplan aus. Eve, du und Lily solltet gut vorbereitet sein, bevor ihr aufbrecht. Okay. Exosphere. Mit Hilfe der
will mal gucken. Oh, hallo Engel. Wie geht's dir? Was für eine... Es scheint, als würde sogar sowas in Zion als Ressource gelten. Was? Eine Ressource? Das ist ein Nahrungsmittel. Ich kann dir nicht ganz folgen. Das ist keine Flüssigkeit oder Paste aus einer Tube. Das ist eine Leiche. Eine Leiche? Meine Güte. Ich kann es einfach nicht glauben, was ich da höre. Nenn es bitte Cuisine. Cuisine. Eigentlich ist dein Timing perfekt. Vielleicht kannst du mir bei einer Sache helfen. Wieso habe ich das Gefühl, dass das schwierig wird? Versprochen ist es einfach. Ich brauche sowas hier. Fisch. Scavenger sind an so etwas nicht interessiert. Oh, ich habe da vielleicht eine Idee. Das ist wunderbar. Bring sie mir, wenn du Zeit hast. Ich werde dich auch gut bezahlen. Ich denke drüber nach. Nein, ich werde nicht angeln. Sieht aber bis jetzt ganz gut aus. Wieder kommt nichts raus. Naja, auf jeden Fall wird jetzt interessant. Jetzt ist der letzte Alpha Knight hier Mother's Spear persönlich ist. Der Salon ist ziemlich leer, seit die meisten in Zion in die Wiege gegangen sind. Zum Teufel mit Frisuren. Es ging letztendlich ums Überleben. Ich wünschte wirklich, wir könnten mehr Kunden in den Salon bringen. Oh, blau ist auch nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung. Perfekt. Gefällt. Ja, passt. Machen wir mal die Sailor Mercury mit den kurzen blauen Haaren. Tja, mal gucken, wer das noch kennt. Wir können doch die lange Blondie, mit die blonde Langhaarige mit die Sailor Venus machen. Die ganze Zeit lang genug als brünette Jupiter rumgelaufen. Lilly, ich keinen Arsch kennen. Weißt du, wo Adam steckt? Gerade eben war er noch hier. Ich bin sicher, er taucht bald wieder auf. Wir könnten doch Hauptsache so lange das Körpergerüst checken. Hauptsache also, die Minibrüste checken. Weil du eine ganze Menge an Körperdaten gesammelt hast, können wir jetzt die Energie der Körperzelle verteilen und deine Offensivkraft erhöhen. Die Belastung wäre größer, aber wir könnten die Anzahl der Sockel erhöhen für eine zusätzliche Exospine. Das wird bei einem Kampf nützlich sein. Bitte kümmere dich leicht darum, Lilly. Jupp, baut uns jetzt ein zusätzliches Stück Wirbelsäule in das Kreuz. Das hier muss ich nur kurz... Da, fertig. Danke dir, Lilly. Die sieht super fremdlich aus mit der neuen Frisur. Wie kann denn ein Alpha Native? Hätte Orkel uns nicht geholfen, hätten wir das vielleicht nie mitbekommen. Dass es hier noch einen funktionierenden Orbitlift gibt.
Maximum. Hier sind wir noch nicht durch. Nano-Suit. Oh. Diving Suit 3. Sieht auch gut aus. Was brauchen wir denn? Höher entwickeltes Polymer. Kann ich da noch irgendwas kaufen? Hier, weil das ist das Junk. So, was haben wir denn hier? Schilddurchbruch. Zu Boden gegangen. Okay, gegen den Boden gegangene Gegner. Fokusrückenschaden hat schon 19%. Schubfertigkeit. Angriffskraft von Kombi ist eigentlich gar nicht schlecht. Fernkampf ist auch nicht schlecht. Erhöht die Schaden. Ja, okay, Granaten. Verringert das Sichtfeld. Was ist für Tränke? Gehen wir mal ein bisschen auf Damage. Höher entwickeltes Material brauche ich. Da will ich nochmal zu der kleinen Sister Junk rein. Schön, dich zu sehen. Ich bin froh. Nein, bitte. Du musst dich nicht. Verfügbar 0, okay. Die Brille sieht scheiße aus. Oh, die Fliegerbrille. Die nehmen wir. Oh, die müsste ich eigentlich alle nochmal kaufen. Ich danke dir. Alles gut und dir ab. So, da muss ich nicht mehr zu Sisters Junk. Da ist der Digga eigentlich genau unsere richtige Anlaufstelle. Alter, ich war noch 15 für das Ding. Einfach, nee. Dann halt nicht. Tränke plus 1, cool. Oh, ich muss die Dosen alle sammeln, um diese, um das so zu kriegen. Fuck. Macht man doch gleich mal aus und will ein paar Stunden alleine verbringen. Entschuldigung. Wo kommt das denn jetzt her? Eieiei. Tränke. Das soll ja. Habe ich überhaupt noch Tränke?
Die Gürtelschnalle hätte man schon längst verloren. Die da runterhängt. Ich hätte die noch drum gebunden. Alter, was ist das für eine fette Gürtelschnalle? Naja. Bist du schon so weit und willst los? Mhm. Bin fertig. Und du, Lilly? Wir werden der Kolonie so nah sein. Das muss ich erstmal verarbeiten. Zerbrech dir nicht so den Kopf. Ich habe das Gefühl, wir könnten es heute durchkriegen. Die Weltraum sein wird. Du und ich warten beide brav im Tetrapod. Ich weiß, aber... Hey, wir sehen, was sie sieht. Also macht die Distanz kaum einen Unterschied. Okay? Dann los. Eve, kleiner Reminder. Es geht in den Weltraum. Die Reise nimmt etwas Zeit in Anspruch. Du solltest daher sicher sein, dass du alles in Zion erledigt hast, bevor wir aufbrechen. Ja, komm. Eve, Adam, wartet. Ha? Was ist denn los? Ich habe eine Bitte. Ich würde gern einen Ort besuchen, bevor wir aufbrechen. Aha. Welchen? Können wir einen Zwischenstopp bei Aedes Nine einlegen? Bitte. Klar, gar kein Problem. Darf ich fragen, wieso? Da ist eine Werkstatt. Dort habe ich mich versteckt. Und von da will ich unbedingt was mitnehmen. Na komm. Alles klar. Wenn du das so sehr willst, Lilly. Vielen Dank. Ja, kein Problem, Kindchen. Androiden. Verdammt. Wir sind überall Luft abfangen, Etibas. Das wird schwer werden, hier heranzukommen. Irgendwie war mir das klar. Und wenn wir einfach einen Umweg nehmen? In anderen Routen wird es ähnlich sein. Ich gehe runter und kümmere mich drum. Wir treffen uns dann. Ja, so eine Nebenquest. Alter Schwede, hier ist aber Krieg am Dampf. Räumen wir mal auf hier. Jetzt kommt. Drei in diesem Sektor entdeckt. Kümmere dich um sie. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Mensch, gibt's hier irgendwas? Nee, ne? Da hinten. Verdammt, die Hunde. Überprüfe Körperzustand. Aktueller Blutverlust beträgt 10,5 Milliliter pro Minute. Medizinische Behandlung ist ratsam. Verdammt, ist das das Letzte, was ich gesehen kriege? Ja. Yeah.
Das habe ich mir schon fast gedacht. Komm schon, wirklich. Wozu kriege ich hier eigentlich noch Kohle? Was bringt Money? Jetzt kannst du vergessen. Ich empfange etwas hier. Alter, der hat die flach gelegt, die Alte. Ging besser als gedacht. Und besser als es sollte. Hyperion 11. Die Kommunikation ist ausgefallen. Korrespondenz kann nicht übermittelt werden. Die Nativas senden ein Störsignal. Das Wesen, von dem das Signal ausgeht, wurde geortet. Hier ist Schluss. Wir müssen woanders hin. Warum war mir das klar? Das hat noch nie funktioniert. Hier liegt noch Zeug rum.
Ach, der Kleinen geht's gut. Ich meine, Eve, die wird ständig von irgendwelchen spitzen Dingern ein bisschen belagert. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ich kann mit dem einen oder anderen spitzen Ding umgehen. Das hört sich falsch an. So. Sicher, bevor ich wieder gegen den Mann. Das ist mir relativ wumpe. Die Idee ist, hier reinzugehen. Ja. Habe ich mir fast gedacht. Ich will da aber nochmal zurück. Ich habe die Befürchtung, das kann ich nicht mehr. Otter? Oh, das wäre schön. Fuck. Verdammt. Ich habe so das Gefühl, so langsam geht es dem Ende zu. Ja, wäre cool, mal wieder ein Spiel fertig zu spielen. Auch wenn es hier echt ein bisschen schade ist. Sau, ey. Ich mag diese Viecher nicht, ey. Die sind einfach scheiße. Die gehören da nicht rein. Wie komme ich denn da runter?